Das habe ich nicht erwartet. Jetzt muss ich den Mann fragen. Sie sagen bestimmt Flashing, alles Mögliche. Beschreiben Sie mal dieses Kleid. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, also der Gedanke bei ihr auch für die Farbe war, dass wir ein bisschen mehr mitbringen. Man hat uns jetzt ja am und im Meer erlebt und das wollten wir hier auf den Teppich dann auch nochmal zeigen. Wenn man mal ganz allgemein fragt, was bedeutet Ihnen der Mann zu Ihrer Rechten von Ihnen? Gott, das ist aber jetzt auch eine Frage. Sie schaffen das. Naja, also ich kann das gar nicht so in Worte ausdrücken, wie sehr ich ihn liebe. Also, das wäre jetzt zu viel für mich. Wie war der Moment des Eroberns? Hat er Sie erobert? Haben Sie ihn mit Ihrem Charme weggehauen, sagt der Volksmund? Der Volksmund sagt was anderes, denn das Volk wurde erobert. Und von Frank, ja. Und das kam ja alles damals ein bisschen von ihm. War es für Sie so ein sofortiger Moment, dass Sie gesagt haben, wow, was eine Persönlichkeit, da will ich Kontakt haben? Oder wie ist das entstanden? Das war sozusagen, ja, sie ist mir vorgestellt worden und ich konnte eigentlich gar nicht die Augen mehr abwenden von ihr. So fing es an. Dann hatte ich mitgekriegt, dass sie noch auf die Aftershow-Party geht. Dann war klar, okay, wird eine lange Nacht. Und, war es aber nicht, jetzt nicht falsch. Und da habe ich sie dann angesprochen. Und so sind wir dann, haben wir uns kennengelernt und dann bin ich dran geblieben und konnte es eigentlich am Anfang auch gar nicht erst so fassen, dass das tatsächlich funktioniert. Wie war das für Sie, der erste Kontakt? War das so ein bisschen verhalten? Haben Sie gesagt, naja, netter Mann, aber das war erstmal so, wie war das? Ja, so habe ich es gedacht. Also netter Mann, netter Kontakt. Ja, und dann hat mir Frank mal eine SMS geschrieben, ob wir mal uns so zum Essen treffen wollen. Und da habe ich verstanden, oh, das geht jetzt so ein bisschen in die andere Richtung. Aber fand es natürlich auch sehr gut, ja. Bei Ihnen merkt man wirklich, dass das alles, was Sie über Frank sagen, immer so aus dem Herzen kommt. Wann haben Sie gemerkt, das ist Liebe? Das ist nicht irgendwas, ich will jetzt das Wort Affäre und alles gar nicht nutzen. Das ist wirklich was ganz, ganz Signifikantes für Sie als junge Person. Also nicht sofort, das hat ein bisschen gedauert. Das war dann, als wir dann das erste Mal weggefahren sind. Ja, da hat es ein bisschen bei mir Klick gemacht, weil ich vorher noch nie eine feste Beziehung hatte. Und deswegen, ja, als wir dann weggefahren sind, so das erste Mal, dann kamen bei mir schon die Gefühle und so. Ja, so nach ein paar Dates erst natürlich, nicht beim ersten Date sofort, ja. Wie sind Sie überall so? Nathalie kommt mir, wenn ich das so sagen darf, immer viel erwachsener vor, als sie eigentlich vom Alter ist. Wie fühlen Sie das, wen Sie da neben sich haben? Ja, also so habe ich das auch empfunden. Aber ich kenne natürlich auch ihre jungen Seiten. Sie kann also auch ganz jugendlich wirken. Natürlich nicht, wenn sie so elegant angezogen ist. Und das war auch für mich natürlich so ein, also ich wäre auch nicht drauf gekommen. Ich habe natürlich, als ich sie kennengelernt hatte, ich wusste nicht, wer sie war, hatte aber ihren Namen und ihre Telefonnummer. Und heutzutage googelt man dann ja. Und dann habe ich natürlich erst gesehen, dass ich es mit einer Prominenten zu tun habe und dass sie eine Geschichte hat. Aber ihr Alter habe ich nicht gefunden. Das ging nämlich da nicht draus hervor. Und ich habe sie sehr lange für älter gehalten, als sie tatsächlich ist. Hätte ich auch so erwartet, ja. Wenn man dieses Kleid noch so ein bisschen heller macht, so beige, ich wage nicht zu sagen perlmuttweiß, dann sieht es aus wie ein Hochzeitskleid. Wie sieht bei Ihnen die Planung für die Zukunft aus? Können Sie sich eine Heirat vorstellen? Ja, können wir uns vorstellen, aber momentan sind wir zufrieden, so wie es ist. Wird es dann, altmodisch ist glaube ich fast das falsche Wort, aber wird es dann so laufen, dass Sie einen Antrag erwarten oder sind Sie auch moderne Frau von heute und gehen da selber in die Vollen? Da bin ich eher altmodisch und erwarte es vom Mann. Wie würde eine Hochzeit bei Ihnen ablaufen? Weiß und romantisch oder? Weiß und romantisch, nicht zu viele Leute, eher so ein bisschen mit den engsten Familienmitgliedern. Ja, so. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ist der Gedanke schon mal gekommen oder ist noch alles zu frisch? Ist noch frisch. Wir sind ja sehr unternehmungslustig, insofern auch immer viel unterwegs und haben immer wieder neue Eindrücke. Und sowas, ich sag mal, wir haben also da nicht mal jetzt einen Gedanken, geschweige denn eine Planung oder irgendwie, dass man da auf irgendeinen Termin guckt oder irgendwie so etwas, sondern wir sind eigentlich erstmal so in dieser spontanen Phase, wo wir halt ganz viele Dinge spontan machen. Wenn wir dann so einen Entschluss fassen sollten, wäre der wahrscheinlich nicht spontan. Gibt ja auch Leute, die das machen, ja? Also ich denke jetzt an Die Verona können uns schon so ein bisschen Zeit vornehmen, ne, sowas zu planen. Aber wie gesagt, jetzt sind wir zufrieden.
Sie haben öfter, also ich schaffe leider nicht immer Fernsehen zu schauen, aber Sie haben öfter gesagt, wie sehr Sie diese gemeinsame Zeit, die Reisen genossen haben. Ängstigt Sie das auch so ein bisschen, wenn Sie wieder Ihrer Modelkarriere nachgehen? Frank hat sicherlich beruflich viele Termine, wenn Sie sich wieder selten näher sehen? Nee, also so wird es nicht sein. Frank, ich werde immer bei Frank sein, egal was er macht. Ich meine, heute ist er ja auch beruflich hier und für mich ist es Spaß, für ihn ist es Arbeit und Spaß. Und nee, er wird auch immer überall bei meinen beruflichen Tätigkeiten dabei sein. Momentan machen wir sowieso alles gemeinsam und ich finde es auch sehr schön so. Haben Sie Gespräche darüber, wie Sie wirklich Ihre Liebe aktiv halten, am Leben erhalten? Es ist ja gerade so, Sie sind in einer Branche, Horta ist in einer Branche, die ist schnelllebig, da gibt es Scheidungen noch und nöcher, dass Sie wirklich sagen, wir müssen auch etwas für uns tun, dass wir gemeinsam glücklich bleiben? Ich fange mal bei ihm an, wenn ich darf. Ich glaube, wir sprechen sehr offen miteinander. Das tun vielleicht nicht alle Paare. Dann entwickelten sich vielleicht Dinge auch mal auseinander, die einfach nicht ausgesprochen waren. Das ist bei uns noch so, ich sag mal, wir sind noch so intensiv auch miteinander, auch wenn wir uns jetzt mal eine Weile nicht gesehen haben, weil ich beruflich nicht da war oder sie irgendwo hin musste, dann ist das immer noch ein Wiedersehen, das so knallt. Kann ich mir im Augenblick gar nicht sowas vorstellen. Wenn Sie getrennt sind physisch, gehen Sie sozusagen die modernen Kommunikationswege mit? Wird gewhatsappt, gesimst und so weiter und so fort? Ja, klar. Ja. Absolut. Das sind sogar dann die bevorzugten Kommunikationswege. Wenn Sie, sagen wir mal, 24 Stunden separiert sind, wie oft simsen, whatsappen, schreiben Sie? Nicht so viel, weil ich bin nicht so eine Frau, die sich anzeckt und immer wissen will, was der andere macht. Ich frag nur das Nötigste oder wie sein Tag war oder so, ja, sowas, ne? Ich weiß, Sie müssen gleich rein, deswegen müssen wir das schnell zu Ende bringen. Sie beide, wo sehen Sie sich in einigen Jahren? Glücklich, gesund und zufrieden. Ja, gilt für Sie auch das so. Das würde ich auch so sehen, ja. Dann wünschen wir Ihnen das von ganzem Herzen. Viel Spaß, danke, schönen Abend. Ebenso, danke, ebenso. Tschüss.